Hallo zusammen, ich möchte euch die Wochenenergien aufnehmen für nächste Woche. Wir schauen mal, was die nächste Woche bereithält. Denk daran, es ist eine Kollektivlegung, es kann nicht für jeden stimmen. Wenn es nicht deine Botschaft ist, dann bitte ignorieren. Ja, wenn ihr eine persönliche Legung möchtet, sind alle Infos unter dem Video verlinkt. So, wir starten dieses Mal mit einer Merlin-Orakelkarte, was für nächste Woche die Hauptüberschrift ist. Gut. Eine Hauptüberschrift, und zwar haben wir Phönix, Hingabe, Sterben und Werden. Ich lese vor. Phönixzeit ist Wandlungszeit. Nimm Abschied, lasse los und übergib vergangene Ereignisse dem Feuer der Erlösung. Der du warst, bist du nicht mehr. Mit jedem Lebenskapitel wirst du immer mehr zu dem, der du bist. Und auch hier ein schöner Hinweis darauf, es ist noch vieles im Wandel. Aber es fühlt sich leichter an und ich glaube auch das Loslassen, was immer Loslassen bedeutet, ist einfacher geworden. Und der Wandel ist im vollen Gange und das neue Lebenskapitel steht vor der Tür. So, wir schauen mit anderen Orakelkarten, was noch die weitere Botschaft ist. Wir haben schon wieder diesen Betrug, diesen Neid, diese Missgunst. Ja, aber ich glaube, es ist in dem Zusammenhang positiv, weil auch das wird sterben, wird gehen, solange du es nicht an dich heranlässt, wird dir das nicht mehr ausmachen oder anhaben. Gut, nächste Woche könnte eine Herausforderung werden. Wir haben die Anfeindungen zusammen mit dem Betrug, aber schau hier, egal was kommt, der Engel der Balance, und das ist dieser Wandlungsprozess, den du durchgemacht hast. Du bist in Balance, du hast einen neuen Abschnitt angefangen, einen neuen Lebensabschnitt, und egal was kommt, du kannst damit umgehen. Gut, wir schauen mit Tarot für nächste Woche. Ja, du bist in Balance, du bist die Königin der Münzen, du bist geerdet, du bist stabil, du bist sicher. Und so schön wie das ist, das bringt halt manchmal leider Menschen zu dir, die so sind. Ungeduldig, unbeherrscht und vielleicht auch wirklich diese Anfeindung, dass da ja, Dinge auf dich zukommen, wo dich stören sollen. Aber ich glaube nicht, dass du dich stören lässt. Als Königin der Münzen, sehr stabil in deinem Thron. Also ich würde mir keine Sorgen machen. Der Mond, das kann heißen, dass deine Intuition sehr gut ist, aber auch, dass vielleicht noch manche Sachen wirklich im Verborgenen liegen. Aber mit dem Stern auch die Wunscherfüllung und die Heilung. Das heißt, auch wenn du nicht alles weißt, deine Wunscherfüllung, deine Heilung, deine Umwandlung ist wirklich im vollen Gange. Und mach dir keine Sorgen. Vielleicht ist doch diese Anfeindung, wo da kommt, diese Ungeduld, diese Unbeherrschtheit, vielleicht entwickelt sich das sogar zu etwas anderem, stabileren. Vielleicht ist da jemand in deinem Leben, wo der ein bisschen mit Anfeindung begegnet, aber wenn diese Person merkt, dass du in Balance bist und stabil bist, könnte sich das sogar zum Positiven entwickeln. Gut, wir haben einen König der Stäbe, einen König der Kelche. Wenn es um ein Gegenüber geht, ich bin eine Frau, ich habe als Frau gelegt, du bist die Königin der Münzen. Es kommen andere Menschen in dein Leben, die als Könige in deiner gleichen Energie auf dich zukommen, und du darfst wirklich entscheiden, mit welchen Menschen du dich auseinandersetzen möchtest. Wenn es jemand ist, der feurig ist, inspirativ ist, vielleicht manchmal übers Ziel hinausschießt, dann darfst du dich entscheiden, ob du diese Person möchtest oder vielleicht diese liebevollere Person, und mit dem Wagen wirklich, du hast es in der Hand, in welche Richtung du gehen möchtest. Vielleicht ist es nicht eine Entscheidung zwischen zwei Menschen, es kann in der Familie sein, es können Freunde sein, es kann ein Job sein. Aber du bist wirklich jetzt, du hast dich umgewandelt, du bist verwandelt und du darfst die Entscheidung treffen aus deiner Balance heraus, und es wird für dich dienlich sein und dich weiterbringen. Gut, wir schauen noch weiter. Ja, steht dir nicht selber im Weg mit 5 der Schwertern oder auch diese, können auch diese Anfeindungen sein, diese Karte. Aber vielleicht wirst du noch ein bisschen herausgefordert, um zu erkennen, wie stabil du wirklich bist. Deswegen wehr dich gegen das, was dir nicht gut tut, was du spürst, was nicht für dich
ja, gedacht ist, was nicht deiner Balance hilft, sondern dich eher aus der Ruhe bringt. Und davor darfst du dich auch wirklich verschließen. Du darfst Nein sagen, du darfst dich verschließen, du darfst in eine Abwehrhaltung gehen und dich schützen. Du darfst dich schützen vor Betrug, vor Anfeindungen und in deiner Balance bleiben. Und sobald du das erkannt hast, dass du Nein sagen darfst und dass du dich nicht stören lassen musst, kommt Geschwindigkeit rein, Bewegung rein, vielleicht auch Kommunikation. Und dann geht es nach vorne. Und das ist sogar noch der letzte Entwicklungsschritt für deine Umwandlung. Von der Königin der Münzen zur Herrscherin. Also wirklich nochmal ein Schritt in deiner, ja, in deine Reife. Gut, und das ist vielleicht der positive Aspekt, wenn nächste Woche ein bisschen schwierig wird mit Anfeindungen, mit Betrug, mit Neid, mit Missgunst. Bleib in deiner Balance, es ist nur für dich da, gedacht, um dir zu zeigen, dass du erwachsen bist, dass du reif bist und dass dein alter Lebensabschnitt jetzt wirklich abgeschlossen ist. Dass du die Vergangenheit, wie es auf dieser Phönixkarte war, dass du diese Vergangenheit wirklich abgeschlossen hast und mutig nach vorne springst und zu dir stehst. Ich glaube, das ist so die Hauptbotschaft, dass du zu dir stehst, dass du nicht mehr in diese abgeschlagene Ausgelaugtheit kommst und auch wieder mehr und mehr dein Herz öffnen kannst und dir nicht mehr so viel Sorgen machst, weil mit dem Ast der Schwerter, nein, das Ast der Stäbe, sehr viel Leidenschaft, Kreativität zu dir zurückkommt, auch die Lebensfreude. Und hier ist nochmal dieser Lebenszyklus, der jetzt neu anfangen möchte, in einer komplett neuen Energie, wo du als Herrscherin nach vorne gehen kannst. So, wir schauen mit anderen Tarotkarten auf die Orakelkarten. Wir schauen mal, ob wir zu diesem Betrug, vielleicht auch finanziellen Betrug, eine Info bekommen. Ja, diese Situation, nennen wir es so, wird dir nochmal einen Turmoment geben, dich nochmal wachrütteln. Aber das ist nicht schlimm. Ich denke, manchmal braucht man einen kleinen Aha-Moment, um gewisse Dinge noch einmal zu verstehen, zu verinnerlichen, um dann wirklich die bewusste Entscheidung zu treffen. Nein, ich gehe davon weg und ich bin sicher und geborgen bei mir und ich brauche diese Betrugssituationen nicht. Wir schauen auf die Anfeindung, was wir dazu bekommen. Ja, es sind Anfeindungen, wo dich tatsächlich noch einmal ein bisschen verunsichern. Du kommst in die inneren Konflikte, vielleicht ist es auch ein Konkurrenzkampfthema, aber auch hier, es wird dir nur helfen, einen Blickwinkelwechsel zu machen, einen Perspektivwechsel zu machen, um nach vorne zu gehen. Ja. Der Gehängte hat hier eine Münze. Du warst vorher die Königin der Münzen. Und nochmal hier die Bestätigung, egal was kommt, mit jedem Perspektivenwechsel, mit jedem Blickwinkelwechsel, baust du deine Stabilität und Sicherheit auf. Wir schauen auf den Engel der Balance. Ja, das ist dieser Umwandlungsprozess. Wir haben den Tod. Es ist abgestorben. Phönix. Abgestorben. Es brennt auch hier bei dem Teufel auf dem Kopf. Das heißt, es ist wirklich vorbei. Dein Umwandlungsprozess ist durch. Und nochmal danach, wie vorher im anderen Tarotkartendeck, du gehst nach vorne. Mutig springst du nach vorne. Du hast die Vergangenheit als ja, Erinnerung im Rucksack, aber du lässt dich davon nicht mehr beeinflussen. Und das ist super. Mit der Hohen Priesterin vertraust du dir und deiner Intuition. Und deswegen bist du in Balance. Der Engel der Balance, das Wort ist zu doof, der Engel des Gleichgewichts. Und hier weiß und schwarz vereint und wirklich, wenn man es so deuten möchte, die Sonne, der Mond, es ist alles komplett in sich vereint und du vertraust dir, deiner Intuition, deinem Bauchgefühl und das ist ein super Entwicklungsprozess. Der Phönix, Hingabe, Sterben und Werden. Phönixzeit ist Wandlungszeit. Nimm Abschied, lasse los und übergib vergangene Ereignisse dem Feuer der Erlösung. Hier brennt es, das Feuer der Erlösung. Der, der du warst, bist du nicht mehr. Mit jedem Lebenskapitel wirst du immer mehr zu dem, der du bist. Gut. Ja. Die Stärke, die Erinnerung. Egal was war, du bist stark, du bist in deiner Stärke, in deiner Kraft. Geh nach vorne. Wenn die Anfeindungen kommen,
wenn Entscheidungen anstehen mit den Liebenden, du wirst es wirklich meistern können. Da wirst du dich verschließen, wo es nicht, ja, wo es nicht ehrlich ist, wo es nicht ethisch ist, wo es nicht deinen Werten entspricht. Und da, wo etwas im Verborgenen liegt, das wirst du nicht mehr haben wollen. Du möchtest Transparenz, du möchtest Ehrlichkeit und du bist die Königin der Münzen, nochmal betont, stabil und sicher in deinem Thron. Also, es kann nichts passieren. Gut, wir nehmen als Ergänzung eine Engelskarte dazu. Eine Engelskarte für nächste Woche. Ich glaube, ich muss das anders machen. So, für nächste Woche. Wir haben Engel des neuen Morgens, der eine Tag, der alles verändert, könnte heute sein. Und es kann sein, dass du diesen Prozess, Umwandlungsprozess als sehr langsam empfindest, aber nichtsdestotrotz, es kann plötzlich alles anders sein. Und manchmal hat man das Gefühl, es stagniert und trotzdem, du hast diesen Prozess gemacht und vielleicht sind auch deswegen diese Tests nächste Woche, um dir nochmal aufzuzeigen, doch, du hast diese Umwandlung gemacht und jetzt bist du die Herrscherin. So, wir nehmen noch eine Karte. Der Engel des Trostes, in schweren Zeiten ist dein Engel ganz nah bei dir. Bitte ihn, dich mit seinen Flügeln zu umfangen und dir so Geborgenheit zu schenken. Sei zuversichtlich, dass dein Herz und deine Seele bald wieder geheilt wird. Die Botschaft deines Engels, du bist nicht allein, denn dein Schutzengel ist immer an deiner Seite, sei dir seiner Hilfe stets bewusst, du spüre, wie Hoffnung und Zuversicht dein Herz erfüllt. Und das ist für mich die Erinnerung, wenn nächste Woche schwierige Situationen kommen, wenn du an Engel glaubst, dann glaubst du an Engel, wenn du an dich glaubst, dann bist du das, wo dich immer wieder auffängt und du wirst nicht fallen gelassen, sondern du kannst alle Situationen meistern. So, jetzt nehmen wir zum Abschluss für nächste Woche noch Lennemore-Karten. Für nächste Woche, ja, das ist diese Anfeindung, das ist der Betrug, die Missgunst, der Neid. Vielleicht bekommst du tatsächlich Nachrichten, eine Botschaft, wo dich nochmal zurückwerfen und dann an etwas erinnern. Aber du bist weise genug, das handeln zu können. Du schaust einfach weg davon und schaust auf die Sonne, da wo es leuchtet und dahin richtest du dich. Weil du schaust wirklich auf dich, auf deine Geborgenheit, deine Sicherheit, deine Stabilität, dein Zuhause. Und das ist sehr gut. Du lässt dich nicht verunsichern. Du kommst nicht, wenn du in diese Zweifel kommst, in diese inneren Konflikte, das wird nicht von langer Dauer sein. Du wirst das sehr schnell überwinden. Und trotzdem ist das Glück bereit für dich nächste Woche. Und die Sorgen weichen. Das Glück, die Sorgen, mach dir keine Gedanken. Hier liegt ein Gegenüber, vielleicht ein Partner, vielleicht in der Familie, vielleicht auch ein Job. Und es wird kommen, was immer du dir wünschst, weil wir haben auch hier vorhin den Stern gehabt, die Wunscherfüllung, was immer du dir wünschst und was du noch nicht hast, es ist auf dem Weg zu dir. Und du hast jetzt die Sicherheit und Stabilität und die Türe aufgemacht, dass alles zu dir kommen kann und darf. Ja, die Sorgen. Ich glaube, du könntest wirklich nächste Woche noch einmal zurückgeworfen werden in Sorgen, dass du etwas als Hindernis siehst. Aber du bist treu mit dir, du bist treu mit anderen Menschen, die für dich das Beste wollen, die es gut mit dir meinen. Und das wird dir bewusst und dann wirst du deinen Fokus darauf richten. Ja, Reichtum, Fülle. Das kommt. Egal in welchem Zusammenhang das für dich steht, Reichtum und Fülle, lass dich nicht verunsichern, nicht in die Unruhe bringen. Du bist der Engel der Balance, du bist im Gleichgewicht, du bist die Hohepriesterin, du hast die Stärke. Also keine Sorgen, wenn es ein bisschen holprig wird, ist alles trotzdem gut. Also ich wünsche euch eine schöne Woche, es ist sicher interessant und spannend und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao, ciao.